Hallihallo Leute, ihr schaut der Pfleka Fotografie. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dennis und ich habe in meinem Urlaub ein Shooting gemacht mit der Lara. Die Lara hat mir erlaubt, die Bilder zu veröffentlichen und die Videos zu veröffentlichen. Deswegen wollte ich euch einfach mal zeigen, eine Fotoidee für ein Hip-Hop-Shooting auf einem Skaterpark mit einem AD300 von Godox. Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr dran geblieben seid und euch für das Thema interessiert. Wie schon anfangs erwähnt, war ich auf einem Skatepark hier bei uns in Überlingen und habe mit der Lara ein Hip-Hop-Skatepark Shooting gemacht. Was habe ich dafür alles benutzt? Ich habe meinen AD300 Pro dabei gehabt. Ich habe eine Softbox von Godox dabei gehabt, die QRP120, und habe den großen Diffusor davor angespannt gehabt. Es ging anfangs eigentlich darum, um ein bisschen ein Video zu drehen und ein Shooting aufzuzeichnen. Mittlerweile hat sie die Bilder auch benutzt, um sich zu bewerben bei einem Reiseveranstalter als Animateurin. Und ja, ich hoffe, Lara, du hast ganz, ganz viel Spaß damit mit den Bildern und möchte mich an dieser Stelle auch gleich bei dir bedanken für die Zustimmung, die Bilder und die Videos hier zu verwenden. Wir haben uns am Anfang erstmal so ein bisschen eingeschossen, so ganz leicht mit dem Blitz und den Gegebenheiten angefreundet. Ich hatte den XT Pro drauf als Transmitter, um mit dem AD300 Pro zu kommunizieren. Zusätzlich hatte ich noch den V1 dabei, für was ich den V1 aber nachher noch gebraucht habe. Das zeige ich euch gerne noch später, denn da haben wir uns noch mal was Besonderes einfallen lassen. Wir haben also den Godox eingesetzt und haben uns langsam Richtung Sonnenuntergang bewegt. Wenn ihr Bilder wollt, wo der Sonnenuntergang hinten drauf schön belichtet ist und euer Motiv auch belichtet ist, braucht ihr zwingend einen Blitz. Ohne geht's nicht. Und das wollten wir auf dieser Skaterbahn natürlich erreichen. Denn auch hier hatte der Sonnenuntergang echt schöne Farben. Zusätzlich hatte ich eine Nebelmaschine, eine akkubetriebene Nebelmaschine dabei. Diese Nebelmaschine haben wir später einfach noch eingesetzt, um die Kontraste der verschiedenen Farben ihrer Klamotten noch ein wenig mehr abzuheben. Wir haben verschiedene Perspektiven genommen, auch mal ein paar Stunts eingebaut oder ein paar Moves eingebaut, so gut es eben aus der Bewegung raus möglich war. Natürlich waren wir nicht ganz alleine auf dem Skatepark und konnten da natürlich auch keine krasse Musik laufen lassen. Deswegen war es nicht ganz so einfach für die Lara, einfach ein paar Moves aus dem Stegreif zu machen. Aber wir haben uns trotzdem ein paar Moves einfallen lassen, aber doch hauptsächlich einfach auf ein paar Posen aus der Hip-Hop-Szene, aus der Richtung entschieden und haben später noch die eine Pose hier mit dem Blitz und Nebel gemacht. Wie haben wir das gemacht? Und zwar haben wir den Godox V1 genommen, haben den auf volle Leistung gestellt und haben dann ein wenig den Nebel reinziehen lassen in das Geschehen und haben hier dann volle Lotte von hinten gegen den Nebel geblitzt und ich habe die Kamera so weit runtergedreht, dass ich alles dunkel hatte, so dass ich hier nur noch die Silhouette vom Nebel abhebend
fotografiert habe während diesem Hip-Hop-Move. Das war eine coole Sache und wichtig ist da dabei, ihr solltet dann eine Blende wählen und eine Verschlusszeit wählen, so dass ihr wirklich fast oder eigentlich im Sucher ein schwarzes Bild habt. Wenn ihr dann ein schwarzes Bild habt, dann könnt ihr mit dem Blitz und dem Nebel das Motiv eigentlich silhouettenmäßig freistellen. Wie man freistellt, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht mit Sonnenblumen, verlinke ich auch gerne hier oben und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Diesen Trick habe ich letztes Jahr auf einer Fotomesse in Hamburg. Dazu gab es auch nochmal ein interessantes Video, wie ich mit meinen zwei Kollegen in Hamburg unterwegs war und wir hier ein bisschen Hamburg fotografiert haben und auch die ein oder andere Challenge dabei gemacht haben. Verlinke ich auch gerne hier oben. Und diesen Trick habe ich eben auf der Fotopia gesehen von einem Canon-Fotograf, dem Clemens. Und das habe ich jetzt hier in diesem Shooting tatsächlich mal eingebaut und ich finde, es kommt in der Silhouette mit dem Nebel echt geil rüber. Und natürlich ist es schon ein Act, so einen Move vor dem Nebel zu machen und dann auch, dass der Move funktioniert und dass die Silhouette funktioniert. Aber mit dem Nebel und dem Blitz war das überhaupt kein Problem. Wir haben am Anfang ein bisschen das Problem gehabt, dass der Blitz eben, wie gesagt, nicht hundertprozentig aufgedreht war. Dann war er zu dunkel, dann hatten wir mit dem Wind etwas Probleme. Dann hatten wir, dass der Blitz nicht hoch genug kam. Dann musste ich noch was unter den Blitz legen, weil ich einfach ohne alles, also ohne Diffusor, ohne Streulichtblende für den Blitz fotografiert habe und deswegen flach auf dem Boden liegen ging nicht, hochstellen ging auch nicht, deswegen musste ich ihn unterbauen und konnte ihn erst dann so richtig schön frei mit voller Pulle ein Eintel auslösen und dabei ist dann dieses Bild entstanden, das ihr gerade schon gesehen habt und das ich hier gerne immer wieder einblende, auch die Fehlversuche. Das gehört nun mal auch dazu. Ihr müsst euch am Anfang einfach ein bisschen einschießen in die ganze Geschichte. Gebt da auch nicht auf, sondern macht einfach weiter. Stellt euren Blitz erstmal ein bisschen ein. Schießt euch 2, 3 Bilder mal ein. Guckt mal, ist das alles so, wie das sein soll. Schaut dann auch in eurem Display nach. Sind alle Stellen des Models und des Fotos ausgeleuchtet oder richtig belichtet, die ich auch belichtet haben will. Überbelichtungen kann man teilweise in Lightroom retten, würde ich aber von Anfang an, wenn es geht, irgendwie vermeiden und schauen, dass ich immer richtig gleich belichte. Die Zeit habt ihr, das ist Zeit, die ihr braucht, die ihr einfach für euch mitnehmen müsst, um ein ordentliches Bild zu kreieren und zu veranstalten und lasst euch dann auch nicht irgendwie von irgendeinem Zeitdruck dort die ganze Geschichte kaputt machen. Ihr müsst euch einfach die Zeit nehmen und erst dann kann das Shooting dann auch richtig starten und dann werden es affengeile Bilder und ja, Bilder, mit denen der Kunde dann nachher schlussendlich auch zufrieden ist. Ich mache das immer gerne, mache eine Serie in Farbe und zusätzlich, wie ihr zwischenzeitlich schon mitgekriegt habt, mache ich auch gerne die Bearbeitung noch in Schwarz-Weiß, weil ich finde, in Schwarz-Weiß haben Bilder gerade in Bezug auf Fotoshootings bei Menschen immer noch mal ein bisschen mehr Power. Wer noch mal ein bisschen was über die Nebelmaschine erfahren will, weil es gibt zum Beispiel Nebelmaschinen, Akkubetrieben, die kosten mehrere hundert Euro. Tatsächlich habe ich meine Nebelmaschine, die ich hier habe, akkubetrieben, recht günstig geschossen. Ich stelle euch die gerne unten mal als Link in die Kommentare
und dann könnt ihr die euch mal anschauen. Also meine hat 170 Euro gekostet. Link, wie gesagt, unten in die Kommentare. Und sehr, sehr cool. Hebt eine Dreiviertelstunde bei voller Nutzung. Und ja, setzt es einfach dann gezielt ein für die Bilder, wo ihr tatsächlich den Nebel auch braucht. Und dann sollte das eigentlich wunderbar funktionieren. Genauso wie bei mir hier. Und man kann damit echt coole Sachen anstellen. Ich werde die Nebelmaschine auf jeden Fall auch wieder im Herbst mit ins Maisfeld nehmen, wenn ich dann wieder irgendein Halloween-Shooting mache oder sonst was. Die wird auf jeden Fall jetzt öfter mit dabei sein, weil sowas ist natürlich bei einem Shooting immer, immer richtig cool. Nebel, Wasser und natürlich Lichtsetzung. Also von dem her, nutzt da richtig eure Kreativität. Lasst euch da richtig freien Lauf und geht einfach raus und probiert es euch aus und fotografiert auch mit einem Model gerne mal eher kritischere Dinge, die ihr am Anfang einfach noch nie gemacht habt, denn sowas macht einfach mal Spaß, neue Herausforderungen anzunehmen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere von euch ja auch. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Was macht ihr gerne? Nehmt ihr lieber Herausforderungen an oder bleibt ihr beim Altbewährten und fangt lieber nichts Neues an? Ich bin da eher gerne der Experimentelle, gerade im Bereich TFP. Mache ich gerne mal Experimente und lasse mich da auch gerne von den Models inspirieren. Ja, das soll es auch heute schon von diesem Video gewesen sein. Es sollte ein kurzer Einblick sein in ein Shooting mit der Lara, das wirklich echt sehr viel Spaß gemacht hat und wo neue Ideen mit dabei waren. Was heißt neue Ideen? Für mich neue Sachen mit dabei waren, neue Ideen vielleicht auch für euch, falls ihr sowas noch nicht gesehen habt. Der ein oder andere, der es schon gesehen hat, war es vielleicht mal wieder eine Auffrischung, dass man sowas in die Richtung mit Nebel und so weiter machen kann und auch nur mit einem Godox-Blitz. Manche nehmen ja da 3, 4, 5, 6 Blitze mit. Es reicht tatsächlich manchmal auch nur einen Blitz zu haben und den gezielt richtig einzusetzen. Und dann habt ihr ein richtig cooles Shooting mit richtig coolen Bildern. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann Daumen nach oben. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann ein Abo dalassen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann gerne auch die Glocke aktivieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video dann wiedersehen und verbleibe mit besten Grüßen vom Bodensee. Und wünsche euch einen schönen Abend, alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis, ciao.